Oh Gott, May ist tot. Welcome to Fall Creek, City of Freaks. I'm all right. Well, in a manner of speaking. The others have fainted, but it doesn't seem too serious. Stay in the car. Lock yourself in. We're gonna have a look around. If the place is secure, we'll be able to stay there a while. Is that okay with you, Shannon? It's not like it's the first time. Und dann sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Ich meine, hallo, willkommen zurück bei Obscure 2. Mit alten Bekannten. Und zwar mit Shannon und mit Stan. Stan hat eigentlich damals bei uns so gut wie gar keine Rolle gespielt. Wir gehen hier nochmal in das Menü. Weil Stan ein Trottel ist. Ja, aber Stan ist ein Trottel, der kann gar nichts. Stan, Schlösser. Shannon. Dunkle Aura. Jetzt können wir aber erstmal lesen, was die zwei denn können. Ja, May, Ruhe und Frieden. Jun konnte gar nichts. Doch sterben. Sterben konnte sie. Shannon, bitte. Shannon Matthews hat ihre Träume in Leafmore High zurückgelassen. Sie hat nicht nur das Böse überlebt, sondern ist dadurch auch viel stärker geworden und kann jetzt die Kräfte der Schatten manipulieren. Interessant. Sie versteckt eine sensible Seele hinter ihrem kühlen und reifen Verhalten. Shannon ist zerbrechlich, aber trotzdem imstande, das Schlimmste zu überleben. Stan, Ex-Leafmore High-Student. Stan Jones ist ein einsamer, ungezogener Junge, Schlingel, der in seiner Vergangenheit gefangen ist. Es gibt kein Schloss, das er nicht knacken kann. Und kein Unglück, das er nicht zu seinem Vorteil nutzen kann. Stan ist das lockere Leben des Colleges nicht gewohnt. Er arbeitet Vollzeit als Lieferwagenfahrer und liefert Lieferwagen. Und die Fall Creek Universität ist nur eine weitere Adresse auf seiner Liste. Ja, das sind jetzt alle Charaktere, die wir haben. Ja, wie gesagt, Ruhe in Frieden. Frieden. May. Ruhe in Friedman. Du solltest deine Pistole nachladen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich an dem Spiel eben nicht so gut fand. Und zwar, dass Leute einfach sterben. Wir haben noch Erste Hilfe und zweimal Serum, also vielleicht sollten wir das einsetzen. Wir sind schon echt beide ziemlich... ein bisschen angeschlagen, ja. Wir wissen jetzt auch nicht, was uns erwartet. Speicherpunkt haben wir leider nicht gespeichert, hätten wir mal machen sollen. Vorhin. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin echt geschockt, dass May einfach gestorben ist. Meinst du, das hätte man verhindern können? Ich glaube nicht, oder? Nee, das geht nicht. Das ist auch ein Punkt, der mich an dem Spiel gestört hat. Dass man das nicht verhindern kann, dass die einfach sterben. Ich meine, beim ersten Teil war es so, dass man sich das aussuchen konnte. Darf ich den Energy Drink nehmen? Ja, nimm den Energy Drink. Hey! Dann nehme ich da ein Serum. Dann komm, nimm den ruhig. Wir haben ja zwei. Ich bin ja richtig schön ange... Wo läufst du hin? Ja, mein Controller, der ist schon so alt, der läuft manchmal von alleine. Das Serum macht, glaube ich, ein bisschen mehr Gesundheit wieder als das Erste Hilfe. The Fall Creek Dam. If we want to put our injured there, we'll have to clean out the parasites. Damn. Damn. The Fall Creek Dam, damn. Da stand irgendwas. Du musst mir den Rücken decken. Schauen. Ich kann das aufbrechen. Kein Problem. Oh, oh! Das ist ja hier richtig wie bei... I know this model. Where did you learn to do that? During the week I spent in jail. Huh? Yeah, I needed some money. Someone made me an attractive proposition. A stupid scam, you mean? Yeah, a stupid mistake. My last one, fortunately. Ich glaube, das ist falsch. Ach so, ich hätte wahrscheinlich unten das irgendwie machen sollen. Nein, ich komme da gar nicht ans Schloss ran. So muss ich das machen. Können wir erstmal alle gerade machen. Oh. Dann hoch, den Rücken runter, gerade ziehen. So. Ist ja richtig toll hier, dieses Schlösserknacken. Erinnert an, keine Ahnung, an was erinnert es? Sowas bei Oblivion. Ein bisschen. So ähnlich, ja. So öffnet man übrigens Schlösser. In Wirklichkeit wahrscheinlich auch. Mehr oder weniger. Oder? Ja, die sind meistens mit Federn gelagert. Das heißt, die springen eigentlich wieder runter. Oh, da liegt was oben auf dem Schrank. Ah, das ist die dunkle Aura, von der gesprochen ist. Räuberleiter, kommst du her? Mache ich dir mal eine. Ist das eine Lichtgranate? Nehmen. Blendgranate, ja. Vielleicht solltest du einen kurzen Moment nochmal lesen beim nächsten Mal, was da steht. Ja, ich dachte, ich hätte sie noch nicht genommen. Achso, habe ich gedrückt. Oh. So, du bist ja nicht der starke Sven, du bist der knackige Kenny. Nee, Kenny bist nicht Stan. Ich bin nicht Herr Muskelmann. Das kann, glaube ich, wirklich nur das Sven oder Kenny und das, naja, da wir sie nicht... Sven, das Architekturkollektiv. Das ist Sven. Ich glaube, da musst du gleich hin. Ich kann hier öffnen. Nee. Kannst du wirklich? Ah ne, die Tür ist fest verschlossen. Ich find's jetzt schade, weil ihr könnt mir speichern. Mir hat das Hacken Spaß gemacht. Ja, besonders unser erster Hack-Fail, den wir da hatten. Du kannst das machen bestimmt, weil das ist dunkler. So, einatmen. Ii. Drück. Ah, ich muss schnell drücken. Okay. Schnell drücken. Komm schon! Also, ja. Inhaliere, inhaliere! Ah, ich glaube, du musst es eher bei dem Schwarzen halten. Ah. Oder? Ja. Doch, es wird kleiner, deswegen. Ist richtig. Sehr schön. Das geht sehr schön, so schnell. Also hier könnten wir speichern. Müssen wir das jetzt tun nach dem Kampf? Nachdem May tot ist, ich will das nicht speichern. Ich kann es nicht wahrhaben. Na, speichern wir auf einen anderen Stand. Aber wir speichern mal ganz schnell. Sicherheitshalber, ich meine, Game over. Tut mir leid, das war's für mit Obscure 2. Es war schön, dass ihr hier dabei wart, während wir das hier gespielt haben. Und ich speichere jetzt auf leer. Dankeschön fürs Zusehen. Nein, wir machen natürlich jetzt gleich weiter. Das ist nur eine kurze Unterbrechung. Es geht gleich weiter. Geiler Trip. I killed some brain cells. Finden Sie das gut, oder was? Da war was zum Nehmen. Ach, das waren die Kisten und Stühle wahrscheinlich da unten. Gehen wir hier durch. Munitionstechnisch sieht es echt mau aus. Ein bisschen. Many things have changed. Yeah, you've mastered all of this, while I've become addicted to pills. Your willpower, Stan. That's the real medicine. Irgendetwas klemmt dahinter. Also hinter der Tür. Achso, das ist eine Tür, die man dann aufmachen kann. Dann kann man hier wahrscheinlich später wieder abkürzen. Guck dir mal diese Happy Family an. Kannst du mal die Pistole wegnehmen? Weil sonst hast du immer diese Anzeige, da siehst du ja gar nichts. Schauen. Eine Szene aus einem anderen Zeitalter. Und guck mal, mit den Hörnern, weißt du, das erinnert mich an ein anderes LP von dir hier. Catherine? Genau, was du schon vor einiger Zeit abgeschlossen hast. Ja, ein sehr gutes LP, nicht? Graffiti. Dieser Graffiti, der scheint überall... Vorsichtig. Shit. Sehr gut. Doof, dass ich da nicht wegkam. Oh. Graffiti sei Dank. Das Schloss ist total verrostet. Das lässt sich nicht öffnen. Vorsichtig. Ah, ich laufe genau in die falsche Richtung. Was ist das? So, hat unser Meisterschlosser ein Problem. Achso, wer sagt denn das? Die Tür ist fest verschlossen. Meisterschlosser, er kann jedes Schloss öffnen. Und hier sind 3 Türen und er kann keine öffnen. Hm. Ich glaube, hier können wir durch. Na dann. Ups, den Schuh habe ich auch gleich kaputt gemacht. Ah, schau. Okay, einer fehlt noch. Und hier kannst du aufladen. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwas... Oh, sorry. Hast du aufgeladen voll? It's okay, I charged it. What a mess. It looks like a squat. Yeah, I lived in a slum like that not so long ago. Hm. Du blockierst mich ein bisschen. Ein Erste-Hilfe-Set. Ist da Wasser? Achso, es war ein Stuhl. Wir können hier entweder durch oder... Hier geht's ja noch ein bisschen weiter. Ah, doofe Kamera. Oh, hier geht's nicht weiter, hier ist Strom. Ja. Und leider kann man nicht sehen, ob man da irgendwas kaputt schießen kann, damit da kein Strom mehr ist. Ich gehe hier durch, ja? Ist irgendwas auf... Versucht die Tür aufzu... Wir gehen jetzt besser, was? Das ist irgendwas, das versucht, die Tür aufzubrechen. Ich bin es. Lass mich durch. Geht nicht. Oh. Oh, oh, oh. Schalter. Wo bin ich? Du musst es ja unbedingt... Verflucht. Mach's fertig, ja. Ich kann nichts anderes tun, als drauf zu halten. Okay. Oh. Aber so, ich konnte den Stuhl eigentlich schmeißen. Das Gras kommt wieder. Da hatten wir jetzt gerade noch ein bisschen Glück gehabt. Ja. Irgendwie. Ah, das ist einer von diesen kleinen Schlüsseln, glaube ich. Nein, es ist ein Dietrich. Ein Dietrich. Ein alter Dietrich. Das heißt, das ist wahrscheinlich etwas... Diese Tür ist verschlossen. Kann ich sie nicht öffnen? Dann knack ich mal. Gib mir mal Rückendeckung. Du kannst auch wechseln vielleicht. Kamera. Obwohl, ich glaube, da kommt wahrscheinlich nichts. Ja, ja, ja. Das erfordert hier ein bisschen Fingerspitzengefühl. Too bad I didn't time that one. Und was haben wir? Yeah, noch ein kleiner Schlüssel. Kleine Schlüssel. Wieso noch einer? Das ist der kleine Schlüssel, den wir gebraucht haben. Können wir gleich das aufladen. Hier ist leider nichts mehr. Ja. Schade. Na dann komm. Ah, dann kann ich genau. Hier, ich habe ja auch schon die Hälfte von meinem Elektroschocker verbraucht. Hier war das schon. Der aber sehr effektiv hier war. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich warte mal, bis du aufgeladen hast. Und dann werden wir das, das Mysterium, diese Truhe hier aufdecken. Box öffnen. Ja, yeah, da ist die Gummigeschosswaffe. Toll, Gummigeschosswaffe. Da kannst du jetzt schnell von der Schrotflinte nehmen. Ja. Hm, ich habe noch die Armbrust. Willst du vielleicht die Pistole nehmen, wenn ich den Schocker habe? Nee. Den Schocker kannst du auch nicht immer benutzen. Okay. Behalt ihn mal. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwas, wo du das brauchst. Wir müssen nur nicht vergessen, dass wir das hier noch auf Reserve haben. Dann sollten wir das auf jeden Fall benutzen, falls eine Unmenge an Monster auftaucht oder sowas in der Art. Jetzt können wir diese alte Tür, glaube ich, öffnen. Die hier. So, wo war dieser Schlüssel? Wie unfair. Ich glaube, da kam gerade irgendein Monster. Zum Glück sind wir jetzt hier drin. Aber wenn wir zurückgehen, glaube ich, wird da jetzt irgendwas los sein. Stimmt, warte. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Sieht aus, als ob man das hier alles bewegen könnte. Aber wir müssen ja das... Dieses Gebiet erstmal... Wo? Nee, 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 ich habe mich verguckt. Benutzen. Bevor wir hier irgendwas benutzen, lass uns hier nochmal ein bisschen rumlaufen, gucken, was hier ist. Hier ist nichts mehr weiter. Ich glaube, wir müssen das Worf benutzen, um den Steam abzuschalten. Okay, das heißt, einer muss hier bleiben, um den Druck hier auszumachen. Warte, ich muss erstmal gucken, wo... Ah, okay, ich greife langsam. Wo kommt der Druck überhaupt her? I don't understand about Kenny. He shouldn't have smelled that flower. That made things worse. You have to admit, it's not easy having this thing inside us. You need to try to stay sane. I wouldn't want to have to kill you. Don't get carried away. I'm managing. Mist. Ich versuche ja hier gerade das so zu machen, dass ich, wenn ich 1 umlege, dass du dann irgendwie durch kannst, aber geh bitte noch nicht da rein. Ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt mache. Ich will den Druck von C wegkriegen. C und D gleichzeitig wegkriegen. Nee, das bewirkt ja gar nichts. Da ist ja gar kein Druck drauf. Und jetzt, guck mal, wenn du jetzt den untersten machst... Genau, achso, dann ist er wieder auf C. Jetzt den da drüber. Den und jetzt den da drüber auch umlegen? Erstmal den hier, dann. Der muss ja sein, genau, oder sonst ist es auf D drauf. Warte, zack. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass man das durchgängig machen kann. Oder nicht. Warte, nein, nicht das. Ah, dann geht der Druck wieder dahin. Na. Okay, jetzt kann ich da... Warte, geh noch nicht rein, bitte. Und dann etwas, dass er dann auch von E weggeht. Ah, genau. So, jetzt habe ich's. Okay, ich gehe rein. Jetzt kannst du durch. Und ich bin durch. Da ist so ein Kurbel. Vielleicht kannst du das benutzen. Schließen. Kannst du jetzt durch? Achso, sorry. Ja. Ja, ich glaube, es ist alles aus. Ja, sehr schön. Hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, hier war nichts weiter. Mehr, ne? Ladies first oder soll ich vorgehen? Doch, dann kannst du mit in den Rock gucken. Welcher Rock? Oh. Oh, da konnte man gerade so... Konnte gerade jeder hingucken. Bei ihm auch unter den Rock gucken? Nee, der trägt die Hose so weit runter. Vor Schreck wahrscheinlich. Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Nur die Tür. Wurdest du eigentlich vorhin verletzt, als da irgendwas? Nee, das ist noch das, was nicht geheilt wurde. Oh, was war das? Guck mal, hier kannst du aufladen, falls du das noch nicht hast. Eine Kontrollkonsole. Schauen. Oh, hier kann man was öffnen. Das Schaltpult. Was ist das? Achso, aufladen. Nehmen. That's going to be a big house. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dieses Geräusch gefällt mir nicht. 20 Schuss für die Pistole, das ist gar nicht so wenig. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Wir müssen den Strom wieder anstellen. Die Maschine sieht nicht aus, als würde sie funktionieren. Soll ich mal öffnen? Willst du oder soll ich? Weil das ein Rätsel bestimmt wieder ist. Oh, gut, dass sie es von alleine machen. Dann müssen wir das nicht machen. Hä? The elevator controls are dead. Stan? Stan! Was ist los mit den Leuten? Ich verstehe das nicht. Was macht die Amy dort auf einmal? Can anyone hear me? Amy's trapped inside the dam. We need welding equipment. It's Finn. We're on our way. We're almost there. Ach stimmt, Cory ist ja da. Mit seiner schönen Wunde hier an der Seite. Warum sind die nicht zu viert einfach aus? Oh, die sind beide ziemlich angekackt. Soll ich mal ein Erste-Hilfe-Set nehmen? Ja, du auf jeden Fall. Ich glaube, Sven hält noch ein bisschen durch, oder? Ja, ein bisschen hält er noch aus. So, habe ich die gleiche Bewaffnung? Habe ich. Auch die Munition. Das ist praktisch. Habe ich was gehört? Na gut. Wir werden in der nächsten Folge weiter erkunden. Und Amy holen, wie sie auch immer da rausgekommen ist. Und wo auch immer der Lehrer ist. Vielleicht hat er sie ja entführt. Ich vertraue ihm immer noch nicht. Naja, egal. Bei der nächsten Folge checken wir den Damm und holen Amy da raus. Bis dahin. Bye bye.